In diesem Video zeige ich eine einzigartige Geschichte, nämlich die Geschichte der Drehimpulsströme. Ich beginne wieder mit einem Klotz, der an einem Seil hängt. Das Seil ist über eine Umlenkrolle geführt und hier befestigt. Nun besitzt der Klotz eine Impulsquelle. Das heißt, überall fließt vom Gravitationsfeld Impuls zu, mit der Stärke Masse mal Gravitationsfeldstärke. Dieser Impuls wird nach oben abgeleitet, und zwar augenblicklich. Das führt dann hier zu einem Impulsstrom. Jetzt können wir die Impulsbilanz bezüglich des Klotzes formulieren. Die Summe über alle Stromstärken, da gibt es nur eine, plus die Quellenstärke gibt die Änderungsrate des Impulsinhalts. Weil der Klotz befestigt ist, bleibt die rechte Seite 0. Aber im Prinzip ist die Änderungsrate des Impulsinhalts einfach Masse mal Änderungsrate der Geschwindigkeit, was dann die Beschleunigung wäre. Wir können den Klotz auch freischneiden, dann schreiben wir für die Impulsquelle einen Pfeil nach unten, das ist die Gewichtskraft, und für die Impulsstromstärke nach oben eine Seilkraft. Wir können also sagen, wenn Impuls zufließt, gemäß Bilanz, dann gibt das einen Kraftpfeil in positive Richtung, wenn Impuls abfließt, gibt das einen Kraftpfeil gemäß Bilanz in negative Richtung beim Koordinatensystem. Selbstverständlich ist dann die Größe der Kraft entsprechend der Impulsstromstärke. Oder anders gesagt, eine Kraft ist eine Impulsstromstärke bezüglich eines Systems. Nun, da oben fließt der Impuls seitwärts und geht dann da nach oben weg. Und dieses Seitwärtsfließen, das induziert dann Quellen oder Senken, also in diesem Fall sind es Quellen von Drehimpuls. Wenn das Seil hier nicht befestigt wäre, sondern die Rolle umschlingen würde, dann würde ja die Rolle sich in Rotation versetzen. Jetzt fließt aber hier über das Seil ein X-Impulsstrom gegen die Koordinatenrichtung, wir haben hier Zugbelastung, geht dann hier auch seitwärts und dann übers Lager und diese Halterung ebenfalls nach oben weg. Wir können sagen, die Stärke einer Drehimpulsquelle ist entsprechend Impulsstrom der Komponente Z mal Strecke, um die der Impuls seitwärts fließt, also Delta X minus das entsprechende für die X-Komponente des Impulses und die Richtung in Z-Achse. Das gibt dann die Quelle für Drehimpuls der Komponente Y. Wir haben also hier eine schöne Analogie. Es gibt Impulsquellen und es gibt Drehimpulsquellen. Dann können wir eine Drehimpulsbilanz aufstellen, die Summe über alle echten oder lokalisierten Drehimpulsströme, das wäre zum Beispiel hier eine Lagerreibung, plus die Summe aller dieser Hebelgesetze, das gibt dann die Änderungsrate des Drehimpulses und der Drehimpuls kann analog wie der Impuls als Trägheit mal Winkelgeschwindigkeit geschrieben werden. Jetzt können wir die Rolle noch freischneiden. Dann gibt es hier einen Zufluss, also positiven Kraftpfeil, hier Abfluss, negativen Kraftpfeil. Die beiden Kräfte bilden ein Kräftepaar und somit ein Drehmoment entsprechend eben auch dieser Formel. Dann hier haben wir einen Impulszufluss der Komponente X, Impulsabfluss der Komponente X, das gibt dann wieder ein Kräftepaar, entsprechend gibt das dann eine Senke nach diesem Quellen- oder eben Senkengesetz. Wir haben also eine absolute Kompatibilität zwischen dem Strombild und dem Kraftbild. Gehen wir rüber zu einer zweiten Situation. Der Klotz hängt jetzt an einem Galgen. Wir haben hier wieder die Impulsquelle, aber diesmal fließt der Impuls nicht über eine Rolle, sondern über diesen Ausleger und dann da nach unten. Jetzt können wir mit Hilfe des Quellensenkengesetzes sagen, dass sich da Quellen von Drehimpuls der Komponente Y ausbildet. Dieser Drehimpuls, der kann ja auch nicht gespeichert werden, weil das ganze System statisch ist. Der fließt dann nach unten weg. Wir haben also hier einen anschwellenden Drehimpulsstrom der Komponente Y und hier einen konstanten Drehimpulsstrom. Das nennt man übrigens den Biegemomentenverlauf.
Wieder können wir einen Teil freischneiden, Zufluss der Z-Komponente, positive Z-Kraft, Abfluss der Z-Komponente gibt negative Z-Kraft. Und jetzt hier der Drehimpuls, Strom, der abfließt, führt zu einem negativen Drehmoment. Dann schneiden wir den anderen Teil frei. Dann haben wir hier Aktion und Reaktion für die Kräfte, haben wir Aktion und Reaktion für das Drehmoment. Und da unten fließt dann eben der Impulsstrom raus. Das gibt eine negative Kraft der Komponente Z und es fließt ein Drehimpulsstrom raus der Komponente Y, das führt zu einem negativen Drehmoment. Auch hier wieder diese schöne Kompatibilität zwischen Schnittbild und Strombild. Das Strombild bringt einfach einen ganzheitlichen Aspekt hinein. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Jetzt sind wir aber in der XY-Ebene. Haben wir hier einen Bügel unter Zug und das führt zu einem Impulsstrom der Komponente Y, der hier umgelenkt wird. Und da, wo der Y-Impulsstrom in X-Richtung fließt, da gibt es Senken und da gibt es Quellen von Z-Drehimpuls. Ich habe hier die Formel für den Y-Drehimpuls. Jetzt kann man durch zyklisches Vertauschen, also einfach Y geht in Z über, Z geht in X über und X geht in Y über, die Formel generieren für die Z-Drehimpulsquellen und Senken. Das wäre also wieder das Hebelgesetz. Hier gibt es Senken und hier Quellen. Deshalb fließt hier ein Drehimpulsstrom durch. Und dieser Drehimpulsstrom, der muss jetzt seitlich berandet werden von den entsprechenden Impulsströmen. Das führt dann zu diesem Bild. Wir haben also hier Primärimpulsdurchsatz, induzierter Drehimpulsdurchsatz und dann die begleitenden Impulsströme. Und das führt dann zu diesem Strombild. Wenn man jetzt ein Finite-Element-Programm nimmt und da die Zugspannungen ausrechnet, also die Spannungszustand, dann das darstellt mit Pfeilen, dann bekommt man diese Darstellung. Und man sieht hier sehr schön den Primär-Y-Impulsdurchsatz, dann hier diesen Wirbel des Y-Impulsstromes und dann hier diese beiden Sekundärwirbel des X-Impulses. Das heißt, diese Theorie, die kann verifiziert werden. Nun gehen wir in der Spekulation noch ein bisschen weiter. Das heißt, ich gehe jetzt über zu Dichten. Ich führe also eine Impulsstromdichte ein, IJ, wobei das jetzt immer X und Y ist, also in der Ebene wie vorher. Dann kann ich sagen, eine Stromstärke ist definiert, und zwar der Komponente I, indem ich einfach die Stromdichte über die Fläche aufintegrieren. Das gilt ja für jede Stromdichte. Also Stromdichte zu Stromstärke, hier einfach komponentenweise, weil das ist ein Tensor und das ist dann hier ein Vektor. Klassischerweise ist die Impulsstromdichte der Spannungstensor, einfach mit dem anderen Vorzeichen und transponiert. Und die Kraft entsprechend dem Impulsstrom oder der Impulsstromstärke ist dann über den Spannungstensor definiert. Also das ist auch die Definition der technischen Mechanik. Und jetzt gehe ich weiter in meiner Spekulation und führe eine Drehimpulsstromdichte ein. Die Drehimpulsstromdichte ist genauso eine Stromdichte wie die Impulsstromdichte. Nur kann man die nicht lokal nachweisen. Ich postuliere die also einfach hypothetisch, wie zum Beispiel den Pointing-Vektor, nach dieser Formel. Ich hoffe, dass ich alle Indizes richtig gesetzt habe. Das ist jetzt aber noch nicht der Zusammenhang zwischen Drehimpulsstromdichte und Impulsstromdichte, sondern es ist nur die Hälfte. Die gesamte Formel ergibt sich dann, wenn man diesen Term transponiert, zusammenzählt und halbiert. Da kommen wir jetzt wirklich ein ganz neues Feld hinein. Da habe ich noch nicht allzu viel Material. Aber man kann sich zum Beispiel einen Doppel-T-Träger oder einen H-Träger vorstellen, hier eingespannt und da vertikal belastet. Dann haben wir also hier
Z-Impulsstrom, der da zufließt, durchgeht und an die Wand wegfließt. Da, wo der Z-Impulsstrom seitwärts fließt, da bilden sich überall die Quellen von, sagen wir, Y-Drehimpuls, und der induziert dann sekundär, wenn er wegfließt, X-Impulsströme. Und jetzt begreift man auch die Bedeutung dieser Gurten da. Man versucht, den berandenden Impulsstrom möglichst konzentriert zu führen, denn das führt zur Materialbelastung, damit hier im Zwischenbereich möglichst viel Drehimpuls fließen kann. So kann man große Biegemomente erzeugen. Nun, ich werde diese Theorie später dann noch ein bisschen weiter erläutern. Ich habe schon einiges gemacht über Impuls- und Drehimpulsströme, zum Beispiel den Cremona-Plan, hier neu mit spanischen Untertiteln. Ich habe mal etwas über Brückenbau gemacht, auch wieder diese Impulsströme bei Brücken. Ich habe im Kapitel Rotationsmechanik für Physik und Systemwissenschaft in Aviatik einiges über diese Ströme erzählt. Und ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, ein sehr langes Statik-Drehimpulsström, ist eines meiner ersten Videos. Ich habe auch eines gemacht, Statik 1 Impulsströme.